Can, heute hat sich der lange Anfahrtsweg mal gelohnt, oder? Hat sich gelohnt, ja, wie immer eigentlich. Ausgerechnet jetzt gegen Saarbrücken nach einer Niederlagenserie, jetzt hättest du gedacht, dass wir gegen den FCS gewinnen heute? Was heißt gedacht? Hätten wir jetzt nicht damit gerechnet, dass wir 2-0 gewinnen, aber im Hinspiel haben wir auch 1-1 gespielt, war ein bisschen glücklich. Heute in der ersten Halbzeit können wir auch 2-0 in Führung gehen oder müssen. Ja, und dann kriegen sie halt die rote Karte. Und ich denke mal, dann haben sie viele Fehler hinten gemacht, dass wir auch die Chancen hatten. Ja, zum Glück haben wir am Ende noch 2-0 gewonnen. Sind auch irgendwie, habe ich gemerkt, ein bisschen nervös geworden dann. Ne, dieser Brücker, meinte ich, die haben dann ein bisschen nervös agiert von hinten raus auch. Viele Bälle, die normalerweise zwingend ankommen müssen, sind dann an der Eckfahne gelandet. Ja. Aber trotzdem haben die so viel Qualität, dass sie auch mit 10 Leuten noch was machen können. Können sie auf jeden Fall. Ich sag mal, nervös sind sie jetzt, glaube ich, nicht geworden. Ich glaube, dafür sind sie erfahren genug. Abgezockt. Abgezockt genug, aber halt auf dem Platz ist auch nicht leicht zu spielen, sage ich mal. Deswegen haben wir auch in der ersten Halbzeit die 2-3 Riesenchance gehabt. Wollen den Innenverteidiger anspielen, geht an ihm vorbei. Und dann laufen wir alleine auf Torwart. Müssen wir halt 1-2 machen, aber... Hatten wir zwei Riesenchancen vom Charlie Rack, vielleicht auch dem schlimmen Platz geschuldet, dass er den nicht reinmacht. Der Dominik Rohracker nochmal so eine tolle Chance. Und dann kommt ein Can in der 70. Minute, kommt aus Mainz hierher, wird für den Kapitän Reinhard eingewechselt und 5 Minuten später steht es 1-0. Wie ist das passiert? Alles gesagt, ja. Rory spielt einen langen Ball auf mich. Ich denke mal, der Torwart zögert ein bisschen, weil er denkt, ich komme nicht dran. Und dann ziehe ich halt voll durch und komme mit der Außenseite dran. Der geht halt rein. Glücklich. Ich glaube, der Tormann halt hat ein bisschen gezögert, weil er dachte, der kriegt den sicher. Aber am Ende 2-0 gewonnen. Du denkst, dass das jetzt vielleicht Auftrieb gibt für die letzten Spiele? Ja, auf jeden Fall. Ist ja mal schön, nach so vielen Niederlagen mal zu gewinnen. Es gibt natürlich Motivation. Nächstes Spiel sind wieder 3 Spieler dabei. Dafür Steil halt nicht. Aber den brauchen wir auch nicht. Nee, ich denke mal, gegen Hoffenheim gucken wir jetzt, wie es läuft. Einfach so spielen wie heute als Mannschaft. Ich glaube, das ist unser Erfolgserlebnis. Ja. Als Mannschaft beide auftreten. Ich wünsche euch alles Gute gegen Hoffenheim. Auch eine fußballerisch ganz stark ausgebildete Mannschaft. Müsst das auf dem Platz haben die auch ihre Probleme. Spielen wir so wie heute, wie du gesagt hast, und holen 3 Punkte. Danke dir. Der Trainer der siegreichen Mannschaft heute, Peter Dretter, FKP, ausgerechnet gegen Saarbrücken hat es jetzt geklappt. Wie hast du dir das so vorgestellt? Man glaubt natürlich dran, dass man auch im Zoom-Spiel gegen eine Mannschaft, die übermächtig scheint, mal 3 Punkte macht. Ich glaube, heute war ein Tag, da hat eigentlich alles gepasst. Eine frühe rote Karte für den Gegner. Und dann haben wir vor der Pause schon 3 mega Möglichkeiten, um mehr früh in Führung zu gehen. Ja, wollen wir mal gleich von Beginn an anfangen. Da gab es eine kritische Situation im Pirmasenser Strafraum. Ein Handspiel, das man eventuell hätte 11 Meter geben können. Ja klar, Ball springt man in die Hand, war also keine Bewegung zum Ball hin. Kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen, ist so eine 50-50 Entscheidung. Heute haben wir das Glück gehabt, dass er nicht gepfiffen hat. Aber dann 2 Riesenchancen für den FK Pirmasens. Einmal Ruck, einmal Rohracker, Freier. Rohracker und Freier auch noch eine Möglichkeit. Hätten wir, wenn alles gut läuft, 3 Tore machen können. Ja, das sind die Situationen, die wir uns eigentlich vorbereitet haben, weil wir mussten das oft durchs Zentrum spielen. Wir wollten im Zentrum den Ball gewinnen, wollten danach Ball gewinnen, zügig den ersten Ball nach vorne spielen. Und da hatten wir die 3 Möglichkeiten, wo wir dann 3-mal 1 gegen den Torwart laufen. Muss aber mal den Jungs ein bisschen Schutz nehmen, weil der Platz wirklich in sehr schlechtem Zustand ist. Und dann den Ball da zu kontrollieren und schauen, wo der Torwart steht, ist nicht so einfach. Ja, und dann hat meiner Meinung nach Saarbrücken ein bisschen den Druck erhöht in der zweiten Halbzeit und du hast ein bisschen atypisch offensiv ausgewechselt für den Rainer, den Can Özer gebracht und er macht dann auch glatt 5 Minuten später das 1-0. Ja, das war dann Glück, dass der Can das Tor macht. Also das hat man ja vorab, also das nicht so am Schirm, was die Rainer war von der Füße sein immer auf der Höhe. Wir wollten einen frieden Spieler bringen, dass der Can dann das Tor macht, ist ein bisschen schöner. 2-0 ausgerechnet gegen Saarbrücken nach dieser Niederlagenserie, die ein bisschen unglücklich war. Jetzt können wir wieder erhobenen Hauptes, glaube ich,
die nächsten Spiele angehen. Ich möchte noch was sagen zu den Spielern heute, die heute hatten spielen müssen, weil ja verschiedene verletzt waren oder heute nicht spielen konnten. Für mich hat der Yannick Gries ein ganz tolles Spiel gemacht und der Sascha Hamann, der ja über ein Jahr ausgefallen war, auch ein ganz tolles Spiel. Was ist deine Meinung dazu? Ja, ich möchte niemanden rausnehmen aus einer sehr guten Mannschaft. Klar, wenn man Sascha sieht, der ein Jahr nicht gespielt hat und dann in der 85 Minuten noch einen Sprint über das halbe Feld macht und 11 Meter rausholt, dann à la Bonheur. Die beiden jungen Gries und Ossi, ihre Sache super erledigt, fast fehlerfrei gespielt, über 90 Minuten gegen Saarbrücken. Man muss ja auch mal den Gegner sehen mit Patrick Schmidt vorne, mit Behrens vorne, die schon Qualität haben, die Jungs. Ich sehe jetzt ein wenig positiver nach vorne wie in der letzten Woche. Ich hoffe, du auch. Und dann wünsche ich euch das Allerbeste und dass wir die Saison schön zu Ende kriegen. Danke dir, Peter.